Wenn man ihn schon in einem Zug nach Auschwitz war, da wusste man, von dort ist noch keiner zurückgekommen. Die wussten alle, dass sie ermordet wurden. Es ist die ganze Familie meiner Mutter und des Vaters ums Leben gekommen. Wie man die Leute an der Mauer erschossen hat, das ist hoffentlich noch alles nicht vergessen. Wenn sie hören, dich haben die vergessen zu vergasen, das ist überhaupt nicht witzig. Und ich weiß, wovon ich spreche. Hallöchen. Danke für die Einladung, Frau Eva Dr. Umlauf. Ich bin sehr froh, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Möchten Sie sich selber einmal vorstellen für die Zuschauer, die Sie noch gar nicht kennen? Ich heiße Eva Umlauf. Ich bin Ärztin, ursprünglich Kinderärztin. Ich bin Psychotherapeutin für Kinder und für Erwachsene. Und ich bin 80 Jahre alt. Ich habe ein Buch geschrieben und arbeite als Psychotherapeutin immer noch. Ich finde das großartig und die Zuschauer haben durch den Titel dieses Videos auch schon erfahren, wo ihre Kindheit begonnen hat. Ich bin, um ehrlich zu sein, sehr froh, dass ich heute die Möglichkeit habe, mit jemandem zu sprechen, der dieses deutsche Kapitel überlebt hat, denn das war mein größter Wunsch in der ganzen Zeit hier auf YouTube, das einmal festhalten zu dürfen. Und glauben Sie mir, es hat lange gedauert, aber Sie sind jetzt wirklich die Person, der ich endlich meine Fragen stellen kann. Und vielleicht holen Sie uns am Anfang einmal ab. Wo genau sind Sie geboren? Ich bin geboren am 19. Dezember 1942 in einem Arbeitslager für Juden in der jetzigen Slowakei. Damals war das auch sogenannte slowakische Staat. Slowakei hatte drei Arbeitslager für Juden. Der erste war Novaki, wo ungefähr 1200 Insassen waren. Dann war noch ein ganz wichtiges Lager, Sereď. Und dann war ein Lager, Vinje. Ich meine, Sie werden, wenn Sie dort geboren sind, 1942, wahrscheinlich keine Erinnerung an die Zeit haben. Aber trotzdem haben Sie ja mit Sicherheit im Nachgang dann verstanden, was dort passiert ist. Es war ein Lager für Juden, die gearbeitet haben in verschiedenen Werkstätten für die Front, für Deutsche. Wie kam es dazu, dass Ihre Eltern dort gelandet sind? Weil Sie sind dort geboren, das heißt, Ihre Mutter muss mit Ihnen schwanger gewesen sein, als Sie dort war. Ja, als wir ankamen im Oktober 1942, da war sie schon ordentlich schwanger. Meine Mutter war in Zeit meiner Geburt 19, wo sie geheiratet hat, war sie 18. Wo ich sie gefragt habe, warum sie so früh geheiratet hat, weil man gesagt hat, dass die Verheirateten nicht auf den Transport kommen. Okay, aber das stimmt im Nachhinein dann nicht, aber das war die Hoffnung. Das war die Hoffnung, weil zuerst waren nur ledige Frauen, sind genommen worden auf den Transport. Also junge, ledige Frauen vor allem. Der erste Transport waren 999 Frauen, eine irre Zahl, so symbolisch gesehen. Und später sind natürlich Familien und Verheiratete und jede alte, junge, alle. Und darunter waren dann auch Ihre Eltern. Also Sie sprechen gerade von Ihrer Mutter. Ihr Vater war auch mit dabei? Ja, ich bin dort geboren, als erste von 6 Geburten. Und 2 Jahre waren wir dort, bis zum Nationalaufstand von den Slowaken. Und dann kamen die Deutschen, die haben Tschechoslowakei, also Slowakei, besetzt nur im Oktober 1944. In August war der Aufstand gegen den Naziregime und gegen die Unterdrückung. Und dann kamen wieder die Transporte. Wohin? Nach Auschwitz. Die gingen direkt nach Auschwitz? Direkt nach Auschwitz. Wusste Ihre Mutter damals, worum es dort geht? Ja, die wussten alle, dass sie ermordet wurden. Okay, das heißt, das hatte sich schon rumgesprochen? Ja, natürlich. Wie haben Sie es als Familie geschafft, dann so lange zu überleben? Weil die allermeisten dieser Menschen, die sind nicht mehr da. Ja, wir hatten Glück gehabt. Wir kamen an nach Auschwitz mit dem letzten Transport. Und dieser Transport hat sich verspätet, weil die Lok kaputt gegangen ist.
Und wenn die Lok kaputt gegangen ist, 3 Tage stand sie auf den Gleisen. Das war unser Glück. Inzwischen hat man nicht mehr vergast, weil die Nazis wollten die Spuren von dem, was sie taten, verwischen. Dann haben die die Gaskammer gesprengt. Und wir kamen am 3. November 1944 und bis Ende Oktober wurde vergast. Also, man kann sagen, dass eine kaputte Lok diesem Wunder der Nichtvergasung hat uns das Leben gerettet. Für Sie persönlich, Wahnsinn. Was hat Ihre Mutter über die Lebensumstände dort erzählt? Das waren keine Lebensumstände, weil man konnte dort nicht leben. Man hat nichts zum Essen bekommen, man hat Appell gestanden, man wurde krank, man musste arbeiten. Also es ist einfach kein Leben gewesen. Also die Umstände waren zum Sterben. Was heißt Appell stehen? Appell stehen heißt nackt im Schnee stehen, ohne sich zu rühren, stundenlang. Welchem Ziel? Das Ziel war, die Leute zu vernichten. Ja, ich muss ehrlich sagen, da kriege ich Gänsehaut. Das ist schwer vorstellbar. Ich habe nicht mal die Wende mitbekommen. Ich habe von was deutsche Geschichte angeht, bin ich in einem sehr heilen Kapitel groß geworden in diesem Land. Und dementsprechend meine Vergangenheit sehr heile gewesen, kriegsfrei. Und wenn ich dann eine solche Geschichte höre, dann muss ich sagen, das ist sehr schwer zu begreifen. Sie haben schon sehr eindrücklich beschrieben, dass es keine Lebensumstände, sondern eher Todesumstände waren, ja, unter denen man dort gelebt hat. Ich glaube, das ist sehr eindrücklich gewesen. Wie muss ich mir den Unterschied zwischen den beiden Lagern vorstellen? Das eine war Vernichtungslager und das andere war Arbeitslager. In dem ersten Lager hat man die Leute nicht umgebracht. Die mussten arbeiten. Die haben verschiedene Werkstätten gehabt, zum Beispiel eine Schneiderwerkstatt, in der meine Mutter gearbeitet hat. Und da wurden Uniformen, Mützen, es wurde Schuhwerkstatt gemacht, wo man Schuhe für die Front gemacht hat. Und also alles, was man gebraucht hat, was die Deutschen für ihren Krieg gebraucht haben, haben die dann dort nähen lassen, machen lassen. Dort hat man noch zum Essen gekriegt, zwar nichts, was sehr schmackhaft ist, aber das war kein Lager, wo Gaskammer waren und wo man die Leute ums Leben gebracht hat. Okay, aber dennoch ein Ort, wo man eingesperrt war und ja, arbeiten musste. Ansonsten wurde man auch umgebracht. Ja, sonst wäre das ein Problem. Wie ist Ihre Mutter damit umgegangen, dass sie Verantwortung für ein Kind hatte, nämlich sie, und zeitgleich irgendwie für sie beide fürs Überleben kämpfen musste? Wie hat sie das geschafft? In Nowaki hat man auch mit Todesangst gelebt, aber das war eine andere Angst. Man hatte Angst vor der Deportation nach Auschwitz. Dagegen, wenn man schon in einem Zug nach Auschwitz war, da wusste man, von dort ist noch keiner zurückgekommen. Das bedeutet, das Anrücken der Roten Armee im selben sehr Zeitraum? Sehr nah war, weil am 27. Januar wurde Auschwitz von Roter Armee befreit. Da kamen die Russen und der Lager war vorher schon geräumt, weil die Leute wurden an die Todesmärsche geschickt. Die wollten den Lager leer haben, dass man nicht sieht, was sie alles angerichtet haben. Und mein Vater ging an den Todesmarsch. Er hat nicht Auschwitz überlebt, auch nicht den Todesmarsch, ja, und ist dann in einem Außenlager von Mauthausen im Alter von 33 Jahren gestorben. Also er wurde ermordet. Und wir sind in Auschwitz geblieben. Wir, meine Mutter und ich. Ich war an der Kinderstation, sie war bei der Frauenstation. Sie kam nach Auschwitz schwanger im 4. Monat und wir sind deswegen nicht an die Todesmärsche gekommen, weil wir nicht transportfähig waren. Wir waren krank, wir konnten nirgends existieren, wir konnten nicht gehen, wir saßen nur. Und so fanden uns die Russen bei
eisige Kälte und halben Meter Schnee. Und dann kamen wir von der Roten Armee in so eine Art Lazarett, was gemacht wurde von den in Auschwitz I. In ein paar Baracken wurden so provisorische Lazaretts gemacht. Und dort kamen wir rein. Meine Mutter ist schwanger. Die hat Ende April meine Schwester auf die Welt gebracht in Auschwitz, 1945. Und wir sind aus Auschwitz zurückgekommen im Juni, im Frühsommer 1945, in die Slowakei zurück. Wie hat sich die Befreiung für Ihre Mutter angefühlt? Hat sie das Ihnen erzählt? Ja, sie hat erzählt, dass das eine Mischung aus Freude und Chaos war. Chaos, weil die Leute kein Essen hatten, weil die Leute nicht wussten, was los ist. Und Freude, das Ende des Krieges war. Ja. Man wusste nicht, was kommt. Mit diesem Krieg und dem Versuch der Massenvernichtung, der auch bei Ihnen als Familie stattgefunden hat und Ihren Vater erwischt hat, wurde Ihrer Familie aber die komplette Lebensgrundlage genommen. Also Sie hatten ja. Es ist die ganze Familie meiner Mutter und des Vaters ums Leben gekommen. Meine Mutter war 21 Jahre, die Witwe war mit zwei kleinen Kindern. Ich war 2 Jahre alt und etwas über 2 Jahre und meine Schwester 6 Wochen. Und sie hat keine Familie gehabt. Sie war die jüngste von 4 Kindern. Alle sind in Gas geendet. Ihre Eltern, ihre Großeltern und die Verwandtschaft meines Vaters. Was mich immer schon interessiert hat, ist der Punkt, wie man sich aus so etwas zurück ins Leben arbeitet. Weil der Schmerz ist ja, das kann man ja mit nichts anderem vergleichen. Das ist so willkürlich und grausam und unfair, aber das versteht ja das eigene Gehirn. Nur danach wird einem gesagt, jetzt seid ihr befreit und jetzt könnt ihr wieder leben. Aber alles, was vorher existiert hat, das ist ja gelöscht. Die Menschen sind weg. Die Heimat ist vielleicht auch kaputt oder nicht mehr das, was sie früher war. Ja, das ist so. Das ist so, dass man zurück ins Leben geworfen wird und trotzdem will man leben. Und meine Mutter trotzdem, dass sie alle verloren hat, den Lebenswillen hatte, weil sie 2 Kinder noch hatte und für die sie gelebt hat. Weil ohne diese Kinder hätte das Leben für sie gar keinen Sinn mehr gehabt. Ja, vielleicht können das Mütter sogar ein bisschen nachvollziehen, dass man für seine Kinder alles tun würde und auch aufopfern würde. Sie sind genau in dieser Zeit dann groß geworden. Das heißt, ihre eigenen ersten Erinnerungen, die finden in dieser ersten Chaos-Nachkriegszeit statt. Liege ich da richtig? Wir waren zuerst in der braunen Diktatur und dann in der roten Diktatur. Weil da kamen die Russen, eingesperrt wieder, nur hinter keinem Zaun, aber eiserner Vorhang. Wir waren eingesperrt, wir haben scheinbar normales Leben. Scheinbar normales Leben heißt, wir sind, meine Schwester sogar noch im Kindergarten, ich noch nicht, da war kein Kindergarten nach dem Krieg, aber in die Schule, dann habe ich studiert Medizin in Bratislava, dann habe ich bis 66 dort gelebt, mein Studium beendet und wurde Frau Doktor, dann ab 66. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt, der in München gelebt hat. Und ich habe geheiratet 1966 in der Slowakei, also damalige Tschechoslowakei, aber in Bratislava, im slowakischen Teil, habe ich 6 Monate auf Auswanderung gewartet und dann kam ich nach München. Und seit 1967 lebe ich in München. Haben Sie wenn Sie es heute reflektieren, als
als ältere Dame, ihr damaliges Ich, ihr junges Ich kannte die Freiheit ja überhaupt nicht. Sie sind aufgewachsen in Gefangenschaft und auch als später dann junge Erwachsene auch in Gefangenschaft letztendlich. Kannten Sie das, was heute sich wie Freiheit anfühlt? Kannten Sie das damals überhaupt? Sie dürfen nicht frei denken. Sie dürfen, also denken konnte man, aber nicht sagen. Und mit diesem Regime musste man leben, damit man studieren kann, damit man d'accord ist mit denen. Das war jeder DDR-Bürger würde ihnen das Gleiche erzählen, wie die eingesperrt waren und was sie durften und wie denen Kindern genommen worden ist, wenn jemand einen Fluchtversuch unternommen hat, wie man die Leute an der Mauer erschossen hat. Das ist hoffentlich noch alles nicht vergessen. Ist es zum Glück nicht. Ich habe auch auf diesem Kanal schon mal mit einem Menschen gesprochen, der aus der DDR geflohen ist. Hat 3 Versuche gebraucht, aber er hat es beim dritten Mal geschafft. Viele haben es nicht geschafft. Viele haben es nicht geschafft, nein. Aber das führt mich zu dem für mich aktuell sehr entscheidenden Punkt. Ganz besonders, wenn jetzt aktuell irgendwas schief läuft in der Welt oder auch in unserem Land, sehr schnell Vergleiche gezogen werden zu der Zeit, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, wo Sie groß geworden sind. Jetzt weiß ich nicht, was Sie meinen. Naja, wenn man eine Meinung vertritt, die mit unserem Grundgesetz zum Beispiel nicht d'accord geht, dann gibt es Gruppen, die sehr schnell aufschreien, dass das ja wieder wie damals sei. Dass nur noch der Stern fehle und der war ja noch in Pandemie doch dabei. Nicht geimpft, David Stern. Das haben die Leute getragen. Genau. Und das geht ganz schnell aktuell, dass da Vergleiche gezogen werden zur damaligen Zeit. Sie haben jetzt verschiedene Regimes erlebt und sind heute hier in München wohlauf, so wie ich das hier feststelle. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie heute sehen, okay, da passiert etwas gegen den Willen von manchen Menschen, aber in einer Demokratie. Und wenn der eigene Wille nicht erfüllt wird, dann werden Vergleiche gezogen zur Nazizeit. Also was passiert mit mir, dass ich denke, dass die Leute nichts gelernt haben aus dieser Zeit, dass sich diese Zeit gerade jetzt im Moment droht zu wiederholen, dass die Leute sich überhaupt nicht schätzen oder nicht wissen, was eine Demokratie ist, weil sie wissen nicht, wie zerbrechlich das alles ist, dass man schon in vielen Staaten wieder Diktatoren hat. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Geschichte sich bewegt auf die frühere Geschichte vom Frühjahr, wo man die Juden umgebracht hat und wo man jetzt schreit gegen Juden. Wenn ich meine Lesungen unter Polizeischutz mache jetzt. Ist es schon soweit? Ja, es ist schon soweit. Es ist schon soweit. Dass Juden und Jüdinnen in Deutschland Angst haben, dass was passiert. Und das ist sehr traurig. Also das habe ich mir auch noch vor ein paar Wochen nicht gedacht. Wenn israelische Fahnen verbrennt werden, wenn man Juden schlägt, Kinder in jüdischen Schulen beschimpft, du Scheißjude, das ist am täglichen Programm. Wenn Sie sich die Statistik nehmen, wie die antisemitischen Taten in Deutschland gewachsen sind in den letzten Jahren. Wir haben einen Beauftragten auf der Bundesebene, wir haben in Bayern einen und in anderen Ländern bestimmt auch. Und die Taten sind drastisch gestiegen. Wenn Sie das alles nur angucken, denke ich mir, hat jemand was gelernt aus der Geschichte? In diesem Fall definitiv nicht. Definitiv nicht. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was es für einen Menschen wie Sie bedeutet, das jetzt wieder so in der Form zu erleben. Dass man wieder Angst haben muss, dass man gegen Juden demonstriert. Aber jetzt haben Sie gerade gesagt, diese Menschen haben nichts gelernt. Was haben sie nicht gelernt? Was ist die für Sie persönlich so der Punkt, wo Sie sagen, vielleicht auch an jemanden, der jetzt gerade zuschaut, wach auf, du musst doch verstehen, dass...
Ja, du sollst aus der Geschichte lernen. Du sollst dich überlegen, welche Partei du wählst, wenn du 18 bist. Wie willst du leben? Alleine wählen gehen ist ja schon ganz wichtig, ne? Bitte? Wählen zu gehen ist ja schon der erste Schritt. Ich glaube, sie gehen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass man nachdenkt, dass man die deutsche Geschichte lernt. Weil ohne Geschichte gibt es keine Zukunft, wenn sie nicht das kennen, was schon war. Ja. Und mit offenen Augen als junger Mensch zur Wahl gehen und so überhaupt sich schätzen, was wir haben. Sich bewusst machen, dass die deutsche Geschichte hat auch eine Geschichte von Ostdeutschland. Und wie viele Leute dort erschossen worden waren, weil sie frei werden wollten, nichts mehr. Weil sie wollten, dass es denen besser geht, dass man nicht alles kontrolliert, dass man der Mensch frei wird. Frau Dr. Umlauf, jetzt muss ich aber auch mal noch eine persönliche Frage stellen, weil ich selber mich sehr viel mit unserer Geschichte und auch der Verantwortung auseinandergesetzt habe und ich spüre oftmals eine Last auf meinen Schultern. Und ich weiß, dass es vielen da draußen auch so geht. Gerade aus meiner Generation, obwohl wir, wie Sie ja jetzt schon verstanden haben, mit dem Ganzen erstmal nichts zu tun haben, was die Schuldfrage angeht. Wir sind nicht schuld daran, was unsere Vorfahren getan haben. Und trotzdem spüre ich so eine Last auf meinen Schultern. Wie soll ich damit umgehen aus Ihrer Sicht? Was muss ich als deutscher Staatsbürger heute tun? Als deutscher Staatsbürger mit 27 Jahren, wie Sie gesagt haben, sind sie nicht schuldig an dem Krieg. Sie sind nicht schuld, aber sie tragen die Verantwortung, damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Und wir sehen, dass alle Pfeile zeigen uns, bitte, es sieht so aus, dass sich alles wiederholt. Wenn sie hören, dass Leute, andere Leute sagen, dich haben die vergessen zu vergasen, ja, und Auschwitz war nicht. Und dann klebt man sich nochmal den Judenstern, also Davidstern, mit nicht geimpft. Man beschimpft Juden offen auf der Straße. Ich brauche dann einen Schutz, einen Polizeischutz für eine Lesung. Also wo sind wir denn? Wenn Sie von Lesung sprechen, muss man ja verstehen als Zuschauer, das sind Lesungen, wo es darum geht, uns jungen Menschen diese Geschichte von damals nochmal nahe zu bringen und nochmal ins Gewissen zu bringen. Nochmal wiederholen. Das ist ja nichts, womit sie reich werden. Das ist ja etwas, schön wäre ja, eben ja. Drum. Aber das muss man, glaube ich, verstehen. Also dass sie da eine Mission haben, weil sie Zeitzeugen sind von etwas, was nur sie noch beschreiben können. Und es gibt nur noch sehr wenige Menschen, die ganz wenige. Und ich bin eine von den Jüngsten. Die alle anderen können entweder nicht mehr in den Zug steigen oder sind gar nicht mehr da. Also Sie reisen auch richtig zu den Schulen hin, ja. durch Deutschland. Ja. Wahnsinn. Ja. Warum machen Sie das? Weil ich verstehe auch so ein Gespräch wie heute, Sie gehen ja jedes Mal in ein schmerzhaftes, ich sehe ja Ihre Wohnung, ja. Ihre Wohnung ist wunderschön. Also Sie haben ein schönes Leben, aber Sie reisen dann jedes Mal aufs Neue in eine schmerzhafte Vergangenheit zurück. Wo es regnet, wo ich dreimal umsteigen muss. Warum tun Sie sich das Weil immer wieder ich an? Ich finde, ich habe auch die Verantwortung, dass es nicht wiederholt. Ich spreche zu jungen Menschen, weil die Jungen sind unsere Zukunft. Dass sie nicht AfD wählen, dass sie demokratische Partei wählen. Und dass sie wissen, was alles passieren kann. Nicht nur, dass es passiert ist. Und Primo Levi hat auch gesagt, was passiert ist, kann wieder passieren. So unmöglich ist das nicht. Ja. Nein, das ist einfach so, dass die Leute nichts gelernt haben. Manche. Andere glaube ich schon. Und hier sind sehr viele offenherzige Menschen, die gerade zusehen und die das hoffentlich in ihrem Herzen und ihrem Hirn speichern für die nächste Situation. Denn es gibt ja, glaube ich, auch viele Fälle, wo man die Wahl hat, einzuschreiten oder sich zurückzuhalten. Und ich glaube, dass es gerade, wenn man selber nicht betroffen ist, wichtig ist, auch Zivilcourage zu zeigen. Absolut. Ich sage das nochmal, weil das ist alles wenig, was man sagt. Dass man tatsächlich als junger Mensch sich politisch interessiert, dass er sich überlegt, was er wählt, dass er sich überlegt, auf welche Seite er steht
und als er lernt, dass die Demokratie verletzlich ist und wir können sie verlieren. Und in Diktatur zu leben, das ist überhaupt nicht witzig. Und ich weiß, wovon ich spreche. Sie haben ja aber gerade schon verraten, dass Sie selber ein Buch geschrieben haben. Das heißt, in dieser Arbeit haben Sie das Buch selber geschrieben, müssen Sie ja so tief in diese Vergangenheit nochmal reingegangen sein und alles runtergeschrieben haben. Ihre ganze Geschichte. Ja, und ich musste sehr viel recherchieren, weil ich keine bewusste Erinnerungen habe, weil ich ja 2 Jahre alt war, wo ich nach Auschwitz kam, oder noch nicht mal 2 Jahre, und habe ich ein Buch geschrieben über die Familiengeschichte als Erinnerungen. Das Buch heißt... Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen. Das sind Sie mit Ihrer Mutter. Ja. Freunde, ich verlinke euch das Buch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Kauft es euch sehr gerne und es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch in der heutigen Zeit so ein Buch zu haben. Darf ich ganz kurz zu dem Titel fragen? Ja. Haben Sie selber auch so eine Nummer bekommen? Ja. Das ist so wie ein Tattoo. Ich habe selber keine Tattoos, deshalb frage ich. Ja. Sie haben das immer noch? Ja. Warum haben Sie es nicht weglasern lassen? Das geht ja heutzutage eigentlich ja, gut. Ja, das geht, aber ich lasse das nicht weg, weil das zu mir gehört. Wenn Sie und wenn man das auch wegmachen lässt, als Psychotherapeutin wissen Sie, dass das nicht nur etwas ist, was an der Haut ist. Das ist viel tiefer. Das kann man eigentlich aus dem Menschen nicht auslasern oder rausoperieren oder irgendwelche diese Geschichte. Freunde, ich bin sehr gespannt, was dieses Video mit euch gemacht hat. Jetzt habt ihr die Geschichte von Frau Dr. Umlauf gehört und auch gehört, was sie zu den heutigen Geschehnissen denkt und sagt. Bitte nutzt diese Kommentare heute sehr respektvoll und nutzt sie aber auch wirklich, um eure eigenen Gedanken nach so einem Video unten auszutauschen. So, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Schickt es auch anderen Menschen, wo ihr sagt, die haben vielleicht noch nicht den Durchblick, die haben das vielleicht nicht richtig kapiert und müssen sowas mal sehen, um wachgerüttelt zu werden. Weil wir haben nur jetzt gerade die Möglichkeit, wo es noch Überlebende gibt, mit ihnen zu reden. Und deshalb danke ich Ihnen, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für uns, trotz danke Rückenschmerzen. Nein. Ich bin mir sicher, dass da draußen viele Menschen Ihr Buch auch lesen werden. Mhm. Und auf YouTube winkt man einfach in die Kamera zur Verabschiedung. Das dürfen wir beide jetzt auch machen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.